Mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt die... Mathilde! Mann, Heinrich, du bist ja richtig gut gelaunt. So, verschlafen ist mir ein bisschen, ne? Was denn? Weil ich die Kleine noch mal ein bisschen... beruhigt habe und dabei eingepennt bin, ne? So, was wollten wir machen? Wir wollen Dämonenblut holen, damit wir einen weiteren Kartenraum bauen können. Damit wir uns in den Norden aufmachen können. Ich würde sagen, wir beamen in die namenlose Stadt. Achso, ja. Oder so. Ja, ich glaube, die Atemmasken haben wir irgendwie jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben. Ach ja, hier habe ich irgendwie einen Bug drin. Okay. Yeah. Fliege. Mir leuchtet hier auch gar nichts. Ach, ist buggy hier. Rittersport, wie wär's, wenn du mal mitmachst? So ein Rollpelz. Wo ist denn meiner? Du hast ja keinen mitgenommen. Doch, den habe ich angehakt, dass er mir folgen soll. Send with glory in your death! Also, nee, ich auch nicht, aber ich habe den extra nur Schleimsuppe gegeben. Arschloch. So, was brauchen wir? Ich wollte ja eigentlich zu der Schlange gehen. Doch mal die Füße stellen. Kann ich noch mal zu Hause laufen, dann komme ich noch mal nach mit dem kleinen Wurm. Okay. Ein paar Meter sind's ja. Na, vielleicht finden wir den einen oder einen kleinen, anderen, kleineren Drachen. Ja, ich kann ja keinen Dash mehr machen. Ich bin irgendwie noch bei Doom drin. Oh, das geht ja nicht. Oh. Ich selber schon mal hier die Fackel. Danke, Rittersporn. Du bist ein guter Mann. Ach, jetzt wird's hier wieder so dunkel. Wie sieht denn das eigentlich mit der Laberrunde aus, lieber Heinrich? Wolltest du das dieses Wochenende? Ja, hier ist er auch. Okay. Kleiner Scheißwurm. Arschkrampe. Hat er den ganzen Beam-Prozess? Ich hab keine Ahnung, auf einmal war der hinter mir. Ja, nicht tap. Ja.
Tobititu. Ach, der Heinrich ist ja gar nicht mehr weit weg. Na da, ja, ich versuche zu dir zu kommen. Ja, ich stehe beim Schlüpferkönig. Ist nur so dunkel. Ja, das ist so eine Nacht an sich. Lass mich doch mal in Ruhe. Such den Schlüpferkönig. Ist der so bei einem Lagerfeuer oder was? Ja, hier ist so, da wird er mich großes Podest. Ja gut, dann ist es doch. Jetzt wird er mir angezeigt, okay. Und rechts und links davon sind ja die Eingänge zu dieser Riesenschlange. Ich habe nur diese Feuerdinger gesehen, aber diese riesige Gestalt hier nicht. Hallo. Hi. Hi du. Geht's runter. So, waren jetzt die Eingänge? Ist so dunkel, hier sieht man ja gar nichts. Links und rechts? Ach, da. Jetzt sehe ich sie. Da müssen wir rein. Ja, diese Riesenschlange. Die Riesenschlange hat gut Dämonenblut gegeben. Lange. So, dann lock ich die große mal an, ne? Hä, was ist das denn für ein Schaden, den du da vorbereitest? Ich hab jetzt mal so Giftpfeile. Giftpfeile? Giftpfeile, ja, nicht Schlangenpfeile, sondern Giftpfeile. Oh, was Neues. Aber ich. Aber das Schlechte ist, dass das auch unsere Jungs betrifft. Das wollte ich noch mal fragen, ja. Hey, wo sind meine Halbpfeile hin? Boah. Ich habe vorhin echt Halbpfeile noch mitgenommen. Oh, die ist ja schon kaputt. Attacke! Ich piekse dich tot. Bei Seet. Geh doch mal tot hier! So, warte, ich habe extra eine. Ne, da war eine kleine Stahlpikse. Ja. Kannst du töten. Ich glaube, Zitronen. So, wir sollten genügend Dämonen haben. Ich habe 100 Stück gekriegt. Oh, Stufe 59. Ich könnte fast die große Truhe hier aufmachen. Scheiße. Eine Stufe fehlt noch, Manu. Oh, aber Rittersporn ist jetzt Stufe 10. Cool. Er ist ein Rohling. Er ist zwar nicht sonderlich beweglich, aber dafür mächtiger als die meisten anderen. Ja. Die Truhen auf der anderen Seite hast du auch? Ich habe noch keine Truhen gelootet. Ach so. Dann nehme ich die.
Okay. Wir können uns vielleicht noch ein, zwei Drachen vornehmen. Mhm. Können wir machen. Wie viel Dämonenblut hast du jetzt bekommen? 100. Wir haben, glaube ich, 60 oder so brauchen wir noch. Also brauchten wir noch. Also haben wir jetzt 40 mehr, als wir brauchen. Wenn ich mich nicht total irre. Gut, also wieder zurück zu den Schlangenpfeilen. Nicht so sehr die Giftpfeile, das ist nämlich auch nicht so toll für unsere Jungs. Gut, dass ich das jetzt weiß. Weiß nicht, gibt's hier zu Drachen? Aber vielleicht kann man da so schöne Hinterhalte machen, so weißt du, wenn du irgendwo oben bist. Ach naja, sie haben ja immer unsere Begleiter, ist doof, die greifen da immer an. Ja, es sei denn, man ist weit genug weg, da kann man das, glaube ich, gut machen. Dann. Oder hat keine Begleiter. Ja, oder das. War ein Drachen. Tschau. Hallo Drachen. Hallo, hallo. Wir wollen dich nur ein bisschen pieksen. Ihr seid keine Drachen. Ich sagte, du bist kein Drache. Ja, ich kann nur los, geht weg. Du hast ganz schön viele Fans. Oh. Hier ist ein Drache. Ich laufe auf einen zu. Ah, wo kommen die ganzen Fans her? Machen wir erstmal die Fans platt. Hallo Kätzchen. By the old serpent, invader! Ist ein Drachen. Oh, da kommt er schon. Ich habe den Eindruck, dass da diese Gefolge total bewirkt bei dem Gegner. Stimmt, kann auch sein, dass unsere Leute einfach so stark sind, aber... Könnte auch sein, dass er ja, immun ist dagegen. Ey! Was denn? Oh, von dem habe ich jetzt tatsächlich nicht einen einzigen Dämonenblut bekommen. Da ein Schwein. Da hinten ist noch ein Drache. Wo denn? Ach, da. Attacke! So ein Gefühl meiner Kerl. So, gib du mir aber jetzt bitte mal Dämonenblut. Schon wieder nicht. Haben sie also es vielleicht Spitzhacke, geändert? Spitzhacke hat. Ja, bei der Schlange hat mir die Spitzhacke ja 100 Dämonenblut gebracht. Ich meine, ich habe jetzt 38 exotische Fleisch, so ist es nicht, aber. Kaktra. Wir können sonst auch jetzt den Dings fertig bauen, den Kartenraum. Und uns dann auf unsere Nordexpedition vorbereiten. Ja, können wir machen. Na, du musst ja auch noch hier die Dings machen. Die Dingsbums. Unsere Rüstungen. Die Varnier-Rüstungen. Und dann könnte man auch noch ein paar
Fundamente schon vorbereiten, die man dann mitnimmt, dass man dann den Kartenraum drauf platzieren kann. Und dann müssen wir uns überlegen noch, gehen wir zu Fuß in den Norden oder reiten wir? Zu Fuß. Okay. Ach ja, Heinrich, du hattest ja letztes Mal oder vorletztes Mal hattest du überlegt, eine Laberrunde zu machen. Ja. Wie sieht denn das damit aus? Nicht dieses Wochenende. Nicht dieses Wochenende. Okay, ich wollte es nur geklärt haben. Wann kommt die Folge raus? Samstag. Nicht dieses Wochenende. Aber wir können es gerne nächstes Wochenende machen. Also Leute, ihr habt es gehört, nagelt Heinrich fest. Nein, wir machen zum Wochenende hin, kommt dann einfach ein kleines Kanal-Info-Video. Und dann nächste Woche müssen wir mal gucken, können wir mal so zwei Termine als Auswahl geben. Und dann können die Leute kommentieren, welche Zeiten denn ihnen passen würden. Gibt es bei YouTube nicht so eine Funktion abstimmen? Ich weiß es nicht, muss ich gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich das über Twitch machen sollte oder über YouTube. Ich habe über YouTube, glaube ich, noch nie was gestreamt. Muss ich mich auch erstmal reinfuchsen. Okay. Aber das kriegen wir schon hin. Halten wir mal nächstes Wochenende fest. Okay. Dann überlegen wir uns um ein, zwei Termine. Wir machen ein kleines Kanalvideochen. Oh, da fällt mir ein. Wir brauchen Teerkugeln. Ich glaube, ich hatte vorhin... Mir fällt jetzt leider nicht ein, wer es geschrieben hat, aber irgendwas war mit... Oh, um das Sternmetall abzubauen, brauchen wir Teer oder... Teerkugeln. Ja, Pfeile waren es, glaube ich. Teer oder Sprengpfeile. Ja, ich glaube Teerkugeln und Sprengpfeile. Ah, es kann sein, dass ich mich jetzt auch nicht irre. Okay. Ich bin doch nicht auf 100%. Ja, ich mag das. Ist halt so. So, ich mach da jetzt erstmal Steine. Feurig scharfe Rauchen kann ich machen. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch mehr Fallen für Schalentiere aufgestellt, weil ich brauche mittlerweile so viel hier, wie heißt es gleich? Wunsch. Ja. Ja. Viele Wunsch. Ja, irgendwie brauche ich Fell. Dann würde ich sagen, gehen noch mal Tiere jagen. Nee, es ist diese. Ist ein, das, sind, das heißt ja nicht Tierhaut, das heißt wirklich Fell. Von welchem Vieh kriegt man das nochmal? Oh.
Kann man das nicht irgendwie herstellen? Herstellen Fell. Eine Seide kannst du herstellen. Ich komme gerade nicht drauf. Du kannst aus verschiedenen Fellen, aus verschiedenen Tierhauten kannst du halt Tierhauten machen. Gute Frage, ey. Ich weiß nicht. Gab's irgendwas Borstiges? Schweine. Schweine? Gab's denn hier Schweine? Nord. Hast jetzt nachgeguckt im Norden, ja? Ich gucke gerade, ich bin auch nicht so schnell. Ach so. Also, Felle bekommen wir von Bären, Mammuts, Wölfen, Steinböcken, Pumas, Panthers und Elch und Elchkönigen. Du weißt, wo es Mammuts gibt? Da, wo es kalt ist. Ja, im Tal der Schlüpferkühe. Ah, ich sehe gerade, ich muss noch ein, zwei Herzen sammeln. Ich mein, was? Ich habe so viele Herzen für dich gesammelt gehabt. Ja, wo sind die? Ich meine, ich habe die schon direkt verarbeitet, damit die nicht schlecht werden. Nee, zwei Markenfilme noch. Dann habe ich anscheinend nicht genug gesammelt, entschuldige. Das mache ich nochmal schnell. Ja, also müssen wir erstmal Fell besorgen. Jo, entweder Herzen im Norden und Fell. Oder wir gehen nochmal zu Karls Festung dann wahrscheinlich. Da würde ich mich aber diesmal dann nicht mit dem Schlüpferkönig aufhalten wollen. Thank you.
nehme ich noch ein paar Steinfundamente, dass wir da dann auch den Kartenraum vernünftig positionieren können, direkt wenn wir im Norden sind. Ja. Du sammelst Herzen oder was? Ja, ich habe jetzt nochmal 4 Herzen gesammelt, dann müsste reichen, oder? Okay. Mammutjagd. Da müssen wir auf jeden Fall ein Abhäutemesser mitnehmen. Mhm. Müsste meins nur reparieren. Das ist ja nicht das Problem. Kartenraum ist fertig. So, Schlüssel des Kriegsherrn und zum Allerheiligsten habe ich auch mitgenommen. Du hast ja noch voll viel Gold bei dir in der Truhe. Na klar, ich horte das. Das ist mein Schatz. Habe ich ja schon früher gesagt. Das ist mein Schatz. Genau. Und dann weiß ich ja, wo ich mich bedienen kann, wenn wir wieder alchemistische Substanzen brauchen. Ja, heute Messer. Weg. Oh, dann können wir von mir aus los. Warum bin ich so schwer? Ach, weil ich noch so viel Holz mit mir rumschleppe. So. Okay. Ja. Ich bin auf. Ich trinke für nochmal schnell hier meinen Schlauch auf. Gut, dann beamen wir da aber auch hin, ne? Mhm. Wir halten uns nicht lange vorne auf. Wir wollen diesmal zu den Mammuts. Ah, hier waren sie ja nur im Doppelpark, ne? Ja, ja. Ah, ist bestimmt machbar. Einfach durchzurennen. Nee, die Mammut zu töten. Ja, das schaffen wir schon. Oh, der hat mich verkuppelt. Oho.
Ja. Pass auf, und dann geben die Mammuts nur so zwei Fälle oder so. Einfach durchrennen? Ja, komm. Willst du ewig leben? Ich nicht. Ja, ich hab die Schlüssel. Hast du auch welche? Ach ja, da war ja was. Nö, hab ich nicht. Lauf mal vor. Geschafft, so vorbeizukommen. Sehr gut. Ja, auch gleich durchrennen. Müssen wir geradezu. Ja. Denk dran, hier sind Fallen, ne? Ist nur die. Ah ja, hier. Geradeaus war das, ne? Ah! Geradeaus und dann irgendwann links den Spalt. Aber ich gehe mal zum Spalt zurück. Ja. Vorbei, du bist vorbeigelaufen. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Wo ist hier, 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 hier? Ja! Hier, so, hinter dir! Ich bin vergiftet! Oh, da war ich doch! Ja, warum rennst du auch weg, wenn ich an der Seite bin? Ich hab dich ja nicht gesehen. Ja, darum hab ich ja hier, hier, hier gerufen. Wenn du nicht guckst und wegrennst, dafür kann ich ja auch nichts. Ich schreie schon hier, hier, hier. Ich wedel mit meinem Arm in der Luft. Ja, wäre nur praktisch, wenn du auch sagst, dreh dich jetzt bitte nach rechts. Hab ich doch gesagt, ich bin vergiftet. Hinter dir. Nächstes Mal zeige ich dir einfach meinen Schwengel. Und Schwengel herum. Ja, mach das. Das hilft vielleicht besser. Ah, Eis. Ja, erstmal fällen. Wenn wir da noch Platz haben, können wir uns auch gern. Lieben gern. Ah ja, da war ja was. Ach ja, Kackspinnen. Ah, hier haben wir gleich alles. Zack, komm her. Jungs, helft ihm mal. Ach, nur verdorbenes Fleisch, Arschloch. Oh, kein Gold. Nur verdorbenes Fleisch. Was? Zwei Dämonenblut. Wow. Oh, kein Gold. Blood of the serpent! Enemies at the gate! Cut your heart out! Ich habe übrigens diesmal noch Heilpfeile mitgenommen. Oh, super. Ich hab extra noch aufgefüllt. Noch mehr Spinnen. Aua. Nein, da wollen wir nicht rein. Das ist ja. Das ist ein Mega-Drache. Ja, den lassen wir nochmal Mega-Drache. Oh, mein Exil! Mein Bite ist dead! Blood of the Serpent! Enemies at the gate!
da ist erstmal noch eine Spinne. Oder zwei sogar. Boah, die krabbeln, soll ich sonst tun? Echt sagen wir Mammuts. Okay. Einfach drauf und heidi ho, oder? Aber ich leg erstmal mit dem Giftfall los. Benjamin Blümchen! Oh, er kommt schon. Aua. Ah, wo bin ich? Was bin ich? Vorö. Oh, Hilfe! Was zertrampelt mich? Pfeil in Anus. Versenkt. Also irgendwie ist das überhaupt kein Hindernis hier. Sind doch groß. Ja, dann heute. Achso, na gut, dann heute ich. Kommt mal her, ich hier. Ich hab keine Zeit. Ja, Fell! Wie viel gab's? Keine Ahnung. 67. Oh, das ist ja. Das ist gut, ne? Aber hat nicht wer gesagt, hier gibt's 6 Truhen? Ah, doch, hier. Ah, ganz viele. Uiuiui. Sogar mehr als 6. Kein Gold. Silber. Kein Gold. Kletterstiefel, geil. Kletterstiefel? Hab ich nicht. Kein Gold. Ich habe Kletterstiefel. Das ist schön. Der Vögelstoßzähne ja. Und Aloe Vera Samen. Sehr schön. Ich habe einen gehärteten Stahlpickel. Schön. Ja. Hab ich. Oh, Gold und Silber. Das freut mich auch. Mein Gold. Nein, mein Gold. Und das wird für alchemistische Grundsubstanz genutzt. So eine alchemistische Verschwendung. Genau, hier hatten wir uns ja nicht weiter getraut dann, ne? Ja, weil dahinter ist, glaube ich, irgendeine Hexe oder fliegender Dämon oder irgendwas war da. Ja, das war irgendwie so eine Wand war da irgendwie. Ach ja, hier war da dieser Riesen-Yeti. Ach ja, irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas war es. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir ja das Eis, ein schwarzes Eis abbauen. Ja. Soll sich ja gelohnt haben, hierher zu kommen. Ja, ich hoffe auch vor allem, dass, dass das Fell, das wir jetzt geholt haben, dass das reicht, um für uns beide eine Rüstung zu bauen. Ja, es gibt da zwei unterschiedliche Rüstungen. Einmal die von den Siedlern irgendwie. Davon habe ich irgendwie alle Bausätze, aber von den besseren leider nicht. Aber ich mach mal das, was wir haben, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier, ich bin überlastet. Ich nehme mal was ab, Tenorbaum. Der gibt bestimmt gut Dämonenblut. Ist der größer als die anderen normal, ja? Ne? Also, der hat doch leuchtende Augen. Soll ich mal vorsichtig einen Fall reinjagen und dann laufen wir weg? Kannst du machen. Oh, der ist schon fast tot. Den machen wir. Ist er fast tot? Ist ja krass.
Ah, weil da die anderen Gegner, die haben auch noch einen Kopfkick. Ah, ich sehe es. Okay. Yeah, Errungenschaft freigeschaltet. Oh, wow. The Hour of the Dragon. Geht auch zu lange. Ha, die kann ich vergiften. Ich meine, das muss man ja ausnutzen, wenn der von denen schon fast tot gemacht wurde. Ja, das hätten wir mal vorher. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn man sich hier Zeit lässt in den Dungeon. So, dann nehme ich hier mal den großen auseinander. Oh, der hat auch einen. Ah. Leider. Der hat, hier ist auch eine Truhe mit Stufe okay, 60. Okay, aber leider nur 14 Dämonen, du. Wie ärgerlich. Ja, die haben leider auch keins gebraucht. Ja, Stufe ist nicht hoch genug. Ich bin noch Stufe 59. Rittersporn. Ja. Das Eis wird ja nicht schlecht, ne? Ich habe auch noch so eine andere Rüstung gelernt, die auch vor Kälte schützt, aber die hat halt nicht so gute Verteidigungswerte wie da die schwere Varnier-Rüstung. Ich glaube, die schwere kann ich gar nicht bauen. Aber die müsstest du lernen können. Ah, gucken wir nochmal. Wenn wir halt home sind. Jo. Und jetzt einfach wieder durchlaufen. Ja. Klettern nicht möglich. Wir müssen ja nicht jedes Mal hier alles bis zum Abwinken machen. Nee, und nicht alles töten. Upsala. Hast du dich aufgespießt? Nee, aber ich bin irgendwie 50 Meter hochgeflogen. So. Dann. Lauf los! Ich bin gar nicht da, ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich habe den magischen Umhang und bin unsichtbar. Habe ich vom Frodo geklaut. Der hat keinen Umhang, der hat den einen Ring. Aber der hat doch so einen Tarnumhang gehabt, oder bin ich beim falschen Film? Ja, den Tarnumhang hat Harry Potter. Hatte Frodo nichts über sich mich getarnt hat irgendwo? Den einen Ring. Ah, das war der Ring? Ach, leck mich am Arsch. Ich geh schlafen. Scheiße, wie kann ich das nicht mal wissen? Ich hab an Harry Potter bestimmt gedacht. Na, mein Tempel ist auch mit seiner Aufwertung fertig.
Ja? Ja, guck mal nach oben. Stimmt, meiner hatte auch so einen tollen Strahl. Ja, genau, wenn du sie aufgewertet hast, dann... Cool. Dann haben wir hier irgendwie das. Müssen wir uns aber deinen Tempel nochmal schnell anschauen. Meinen haben wir uns ja schon mal angeschaut. Den Neok-Tempel können wir dann auch bei Gelegenheit mal machen. Ja, machen wir alle Tempel, dann leuchtet das hier alles. Drei Köpfe. Was denn? Die Katze hat es gewagt, an meinem guten Ledersessel zu kotzen. So. Also meiner sieht schöner aus. Arsch. Kann ich Schlangengötze bauen, das ist auch schön. Ich kann auch eine Statue bauen. Und ein Seitenschild, aha, aha. Ja, ich kann ein Phönix-Schwert bauen. Wenn wir uns wahrscheinlich so nach und nach aus den verschiedenen Tempeln so unseren Dings zusammenbasteln, so eine super Rüstung. Ja, Katze, miau. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break und ja. Ja. Und dann Mal. Nächste Folge machen wir uns auf in den Norden. Würde ich sagen. Ja, kann man machen. Ja, Katze. Ach ja, die müssen wir auch noch füttern, ne? Ja. Da war ja was. Ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Ciao. Tschüssi.